Also Osteuropa, also mit dieser Region, da assoziiere ich in erster Linie kulturelle und sprachliche Vielfalt. Ich selber als Osteuropäerin, da muss ich gleich an bestimmte Landschaften, Farben und Symbole denken. Dazu gehört aber auch ein buntes Potpourri an Gerüchen und Geschmäckern. Ich heiße Agnieszka Balcerzak und bin seit 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für empirische Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie an der LMU München. Und meine Forschungsschwerpunkte sind Osteuropa, Transformationsprozesse, Gender Studies, Erinnerungskultur und Protestkultur. Also die Länder Mittel- und Südosteuropas können heutzutage als eine Art Labor betrachtet werden, in dem sich die Entwicklungsprozesse in der gesamten Europäischen Union spiegeln. Angefangen bei der Eurozonenkrise bis hin zu der Flüchtlingsfrage. Das alles betrifft insbesondere die Visegrad-Länder. Da kann man heutzutage diverse Prozesse beobachten. Ja? Das Erstarken von nationalistischen Strömungen, aber auch das Wiederaufleben von nationalen Mythen. Das alles führt dazu, dass eben die Aufmerksamkeit sehr stark auf diese Region gelenkt wird und führt dazu, dass wir uns auch eben mit der Frage beschäftigen müssen, warum gibt es im Moment so eine Ost-West-Spaltung in Europa, aber auch innerhalb der Europäischen Union. Und da kann Wissenschaft definitiv Lösungsansätze liefern, wie man mit diesen Tendenzen, Dynamiken und diesen Entwicklungsszenarien umzugehen hat. Das Ziel des Studiengangs ist die Vermittlung von Regionalkompetenz für Mittel- und Osteuropa. Im Idealfall sollen die Absolventen und Absolventinnen am Ende Osteuropa-Expertinnen werden, die in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft auf unterschiedlichen Levels zum besseren Verständnis zwischen West- und Osteuropa einen Beitrag leisten. Durch das im Studiengang vermittelte Fachwissen, aber auch Sprachkenntnisse, können die Absolventinnen und Absolventen diverse Berufe ergreifen. Dazu gehört natürlich wissenschaftliche Tätigkeit im akademischen Bereich. Dazu gehören auch Beratungstätigkeiten, zum Beispiel in Wirtschaft und Politik, interkulturelle Vermittlung und Coachings, aber auch diverse Formen von journalistischer Arbeit. Der Studiengang Osteuropa-Studien mit Standorten München und Regensburg war einer der ersten in ganz Deutschland und übernimmt hier die Vorreiterrolle. Besonders hervorzuheben ist die Interdisziplinarität und der Praxisbezug des Studiengangs. Zu erwähnen sind nur der Projektkurs oder die Sommerschule in Osteuropa. Sehr wichtig ist auch das Netzwerk von diversen Partnerorganisationen und Stiftungen, wie zum Beispiel das Collegium Carolinum oder das Elite-Netzwerk Bayern. Und aus meiner Perspektive gesehen ist auch die Lage sehr wichtig, denn die Nähe zu diversen osteuropäischen Ländern wie Polen, Ungarn oder auch Kroatien trägt dazu bei, dass kurze Archivbesuche oder Feldforschung kurzfristig möglich sind.